Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. So. Ich hoffe, wir werden in diesem Part den Stahltypen nicht mehr begegnen. Ich habe jetzt schon mal das Inventar so ein bisschen aufgeräumt. Hier ist der Film, den wir gleich mal anschauen können. Dann habe ich Pistole weggepackt, die Armbrust eingepackt, weil wir haben dann noch 72 Armbrustbolzen. Und wir haben den blauen Stein, da haben wir beide Hälften. Die andere Hälfte haben wir ja im letzten Part oben, ganz oben, gefunden, nachdem wir eine viereckige Kurbel und das goldene Zahnrad benutzt haben. So, und dann will ich jetzt hier mal reingehen. Genau dorthin. So, hier kann ich Filme entwickeln. Dann machen wir noch mal ein schönes Filmchen. Film C. Okay. Entwicklungscode T103. Aufgrund des beschleunigten Metabolismus, vergleichbar zur Serie 00, verfügt dieses Subjekt über außergewöhnliche Regenerationsfähigkeiten. PHX016 Datensatz. Film C aufgezeichnet. Okay. Das kriegst du da eigentlich irgendeinen Bonus oder irgendwas? Nee, ne? Also, ich behaupte, weiter geht's jetzt unten. Der müsste weg sein. Ja, okay, haben wir wieder zwei Plätze. Jetzt wäre die Tasche gut. Die könnte ich mir, glaube ich, auch erschießen, aber naja, gut. Naja, gut. So, ich muss mal wieder gucken. Mit der Armbrust schon lange nicht mehr damit gearbeitet. So. Runter geht's auf der anderen Seite. Wie komme ich am schnellsten rüber? Die Tür und weiterlaufen, ne? Mal sehen, ob er mir nochmal irgendwie begegnet auf dem Weg. Der Stahlriese. Aber hat immer Loot dabei, ist okay. Kann man machen. Okay. Herr Officer, geht's Ihnen gut? Ja? Waren Kurvenbolzen. Deswegen die Armbrust. Deshalb sind die One-Shot. Naja, diese Polizisten. Hier hatten wir das Feuerzeug benutzt. Ja, okay. Also langsam habe ich fast den Stahlriesen vergessen und naja, gut. Das ist nicht clever. Das Lustige ist, ich habe mir eben die Szene nochmal angeguckt, ne, im letzten Part. Und meine Reaktion ist immer gleich so irgendwie. Ich glaube, ich bin da aber halb am Sterben. Will es auch nicht zugeben. Doch, im letzten Part habe ich es zugegeben. War schon hart. Naja. Naja. Dürfte jetzt auch nichts sein, ne, in dem Raum. Aha. Ich speichere zwischen mittlerweile, ohne es mitzubekommen. Ich weiß halt nicht mal, wo der ist. Sobald ich hier bin, hat er mich, ne? Ja, so krass. Okay. Ehrlich. Die sind ja echt One-Shot mittlerweile. Hallo? Wie cool. Verschieße ich immer zwei? Warum? Hatte ich da ein Waffenteil gefunden? Ich verschieße immer zwei.
Okay, nächste Kiste wieder wegpacken. Warte mal, speichern. Also 18. Sind drei Stück. Na gut. Soll ich hier nochmal reingucken? Warte mal, Speicher hier. Okay, ja, das war auf jeden Fall eine Kiste. War schön, die zwei Benutzer haben, aber dann doch nicht so wertig. Ja, nö, hier müssen wir anders haben. Dürfte alles gut sein. Ja. Ja. Naja. Wer da kommt im Hauptraum irgendwie, also ne, hier in der Haupttanne. Was, Fenster? Ne, Fenster mal ganz. Immer noch leer. Kann da nicht jemand was reinpacken? Austauschen oder erstmal alle machen? Komm, machen wir erstmal alle. Achso, genau, was ich machen wollte, wollte ich nicht ohne euch machen. Blauer Stein, Verbinder mit blauer Stein. Jaguarstein. Warte mal, den hatten wir irgendwo gebraucht. Aber wo? Unten bestimmt unten. An irgendein Brunnen? Also, wir sind schon dran vorbei, wo du den gebraucht hast. Muss ja unten sein. Muss unten sein. Da und dann bis zum Ende des... Nee, warte mal. Hier durch und dann nach links, genau. Ja. Da kommt bestimmt noch mal unser Metalltyp hier vorbei. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der Showdown dann mit ihm ist irgendwie. Bin mal gespannt, wie er sich gegen die Armbrust schlägt. Also mit der Shotgun und der Sondermunition ist das schon easy eigentlich. Ich bin nervöser, als ich jetzt zugeben will. Ja, von dir kam ich, ne? Hm. War hier nicht auch nochmal eine Box? Müsste ja. Schau nochmal kurz, weil. Damit ich weiß, wenn ich die Armbrust austauschen muss. Wohin ich da muss. Ah ja, okay. Hier war doch am Ende irgendwie. Ach ne, hier war das. Keine Box. Die lauten Schritte. War hier ein Jaguarstein gebraucht? Wann kommt Mr. Iron Fist? In der Meinung, irgendwo hier unten war das. Mit dem Jaguarstein. Oder war es oben? Nee. Kann ja nicht. Alles schön frei hier. Also halt nicht, der kommt jetzt hier aus einer Luke. Das wäre jetzt Katastrophe.
Die JRPGs sind entspannender. Es ist schon ein geiles Spiel. Die Atmosphäre. Krieg ich direkt eine Nackenverspannung. So, Hunde müssen jetzt weg sein. Da habe ich eigentlich alle ausradiert. War hier? Ja. Oh, war da noch? Nee. Oder? Wo war es mit denen? Aber ich weiß, ich hatte schon gesehen. Wo ist eigentlich Sherry? Also nebenbei. So, hier war eigentlich auch eine Box, ne? Brauchen wir aber erstmal nicht. Ich bin mal gespannt, weil mit Leon bist du. Ja, sieht immer noch aus wie ein Gang. Mit Leon bist du ja runtergefahren, Fahrstuhl, ne? Tom ist kaputt, zu klein für Erwachsene. Irgendwo müssen wir Sherry wieder begegnen. Ja. Jaguarstein. Fällt mir nichts ein. Den hatten wir den bei Leon gebraucht? Nee. Hier unten ist das alles noch mal ein bisschen beklemmender. Ja komm, ich gucke einfach noch mal rein. Wird schon. Spätestens wenn der Stahltyp kommt, sind wir richtig. Das hatten wir benutzt hier, die Power. Bei der Garage. Waren wir auch schon drin. Da hatten wir die Keycard gebraucht. Hier. Genau, hier war der Schrank, wo gar nichts drin war. Gar nichts, gar nichts. Weil wir alle schon mit Leon rausgeklaut haben. Naja. So, genau. Hier ist die Parking Area. Ich überlege, ob es irgendwo anders sein könnte. Auf dem Hof ergibt ja keinen Sinn. Oder? Nein. So, ich guck mal, dass ich hier wieder durchgehe. Hier wird bestimmt zu sein. Nach wie vor. Ja. Ich kann nicht mehr weitergehen. Okay. Klingt so ultimativ, aber naja. Warum nicht? Den hat Ada mit Leon weggeschoben. Ein Mückenstich. Mückenstich juckt. Oha. Echt immer einen steifen Nacken. So, warte mal, was in die mittlere Zelle habe ich wohl nicht reingeguckt? Machen wir das doch mal. Unten den Deckel konnte ich glaube ich nicht benutzen. Mit ihr. Gullideckel hier. Ich gucke erstmal ins mittlere. Haben die Türen letztes Mal gefehlt? Konnte man hier nicht reingehen? Hat man was hier aus mittlerer? Türchen. Gott, würde jetzt hier ein Jumpscare kommen? Da hätten sie mich.
Der Dicke ist fest zu, das kann ich unmöglich öffnen. Naja, kann mich noch an meinen Spruch erinnern, den ich da letztes Mal gebracht habe. So, dann gehen wir nach rechts, wenn es da nicht ist. Wird es oben weitergehen, spätestens wenn wir wieder angegriffen werden. So, da dann. Geht's dir gut? Naja, Grippe. Enge Räume sind nicht gut. So, hier in die mittlere will ich, glaube ich, nicht rein. Ach komm. Warum sieht es so benutzbar aus? Körper wurde zerfetzt. Irgendetwas ist scheinbar von innen heraus geplatzt. Problem haben viele Pubertierende. Nee, okay. So, da waren wir drin, ne? Und hier war ja auch nichts mehr, ne? Okay. Verwirrt. Gut, dann geht's wieder hoch, ja. Na, da ist der andere hoch. Das war Sherry irgendwo treffen. Wo war denn der Fahrstuhl? Ich dachte, das wäre der Schacht, wo der andere halbe blaue Stein war. Na gut, wir sind ja fast wieder alles abgelaufen. So. Ich überlege gerade. Blauer. Okay, also hier unten sollten wir erstmal nicht mehr weiterkommen. Vorerst. Wo könnte ich denn den Riesen wieder treffen? Rechts kam er raus. Und wenn ich da in den abgetrennten Raum gehe? Dass ich hier einmal rumgehe? Um rechts wäre auch noch eine Variante. Obwohl ich eigentlich... Nee, er kam ja auch ganz nach oben. Und höher geht's jetzt erstmal nicht. Da war die Leiter. Kommen wir aufs Dach? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss hoch. Aber gut, wir können da hinten. Oder ich gehe in die Haupthalle und gehe da die Treppe hoch. Unsicher. Gut, irgendwo wird er mir entgegenkommen. Wo wäre das Logischste? Wüsste ich das mit dem Stein jetzt, ey? Könnte die Treppe hoch. Ich glaube so ein bisschen. Doch, weißt du, ich werde es mal machen, die Treppe hoch. Lass mal den auf jeden Stockwerk bekämpfen. Ich meine, hier oben, nee, der kam bei, sorry.
Haben noch einen höher, ne? Wenn der Licker noch da ist, werde ich den auch mal zur Strecke bringen. So, hier war der da unten. Was? Ich renne mal hier nämlich rechts durch. Ich mach's einfach mal. Ja, hier waren wir schon bald hier nicht mehr. Zünder. Ein 15 cm großer Stein mit einem geritzten Jaguar. Gewitzten oder geritzten? Zu Tode gepickt. Kommst du da nämlich gar nicht mehr hin. Ich renne jetzt hier mal durch bis zum Ende. Hoffentlich unbeschadet. Das ist es, ne? Und wie war die Ladesequenz so lang? Claire! Sherry, you're okay. I'm glad to see you're safe, Claire. Ich weiß, wo der Stein eingesetzt werden muss. Aber ey, also jedes Mal eine Cutscene mit Sherry. Wenn du ein kleines Kind im Horrorspiel siehst, das ist nie gut. Es würde mich nicht wundern, wenn auch Sherry dann auch plötzlich irgendwas herausplatzt. Wenn sie jetzt den Kopf nach hinten dreht. Nee, tut's nicht. Ist cool gemacht. Bisschen creepy, aber cool. Sehr creepy. Wie sie mich dann direkt anguckt. Okay. Schusssicher. Warum hat Sherry sich auch in diesen Raum versammelt? Das ist ja nicht gut. Das ist ja gar nicht gut. Die Tür geht so. Brief an den Polizeichef. Ich kann nicht so viel vorlesen, ich bin gerade ein bisschen aufgewühlt emotional. An Brian Iron, Chef der Polizei von Raccoon City. Wir haben das Forschungslabor in der Villa verloren. Der Grund waren die Aktivitäten eines abtrünnigen Mitarbeiters namens Albert Wesker. Glücklicherweise wird seine Einmischung keine dauerhaften Folgen für unsere weiterhin laufende Virenforschung haben. Unsere einzige Sorge derzeit ist die Anwesenheit der verbleibenden Angehörigen von Stars Redfield, Valentine, Burton, Kembers und Vickers. Bevor die Beweise, die das Stars-Team über unsere Forschungstätigkeiten gesammelt hat, publik gemacht werden, entledigen sie sich besser diesen Mitarbeiter. Und zwar auf eine Weise, die für jeden kritischen Beobachter nur nach einem Unfall aussehen kann. Verfolgen Sie weiterhin Ihre Fortschritte und sorgen Sie dafür, dass Ihr Wissen nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Annette ist weiterhin Ihre Kontaktperson im Laufe dieser
ganz nah für ihr. Die sind ganz nah für ihr. William Birkin. An den Polizeiofficer. Ich habe vereinbarungsgemäß den Betrag von $10,000, aber dafür wirst du doch nicht korrupt als Polizeichef. $10,000 auf ihr Konto überwiesen, ja gut, vielleicht war irgendwie gerade ein größerer Trip angedacht oder eine Anzahlung für ein zweites Haus oder so, wer weiß. Ja, auf ihr Konto überweisen lassen als Gegenleistung für ihre Dienste in diesem Monat. Ach so, pro Monat ist wieder, ist okay. Dann geht, dann ist okay. Die Entwicklung des G-Virus, der unser T-Virus ersetzen soll, steht kurz vor dem Abschluss. Wenn er fertig ist, werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Aufsichtsrat von Umbrella berufen werden. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt mit äußerster Behutsamkeit weiter vorgehen. Redfield und die übrigen Angehörigen von Stars versuchen ja immer noch, weitere Informationen über das Projekt in Erfahrung zu bringen. Verfolgen Sie weiterhin Ihre Aktivitäten und vereiteln Sie auf jeden Fall alle Versuche, die unterirdischen Forschungsanlagen zu untersuchen. William Birkin. Wir haben ein Problem. Ich habe Informationen bekommen, die beweisen, dass Umbrella Spione ausgeschickt hat, die meine Forschungsergebnisse über den G-Virus stehlen sollen. Ich weiß nicht genau, wie viele Agenten jetzt darauf angesetzt aber sie dürfen das Projekt auf keinen Fall in die Finger bekommen. Es stellt schließlich mein ganzes Lebenswerk dar. Durchsuchen Sie die Stadt sorgfältig nach verdächtigen Personen, nehmen Sie sie im Zweifelsfall sofort fest und geben Sie mir durch ein Nett Bescheid. Durch diese Verkehrung sollten wir die Gefahr in den Griff bekommen. Ich werde niemandem gestatten, meine Arbeit über ein G-Virus zu stehlen. Nicht einmal Umbrella. William Birkin in Lieber. Brief an den Polizeichef aufgezeichnet. Na, Shabby, kommst mit? Ein Aufzug scheint nach unten zu führen. Super. Claire! I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Hier oben ist sicherer, oder was? Das Spiel jetzt erwartet, dass ich zurückgehe erstmal. Wird mal, der Typ kommt rein. Das wäre so mies, so auf den engen Raum. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in 3 Tagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wenn es gefallen hat, super, super gern Daumen nach oben. Kommentar, sehr, sehr gern Kommentar. Und ich hoffe, mein Herumirren stört euch nicht so sehr. Bis dahin.